Schritt 4. Bearbeiten von Stützen. Einige der zuvor erstellten Stützen liegen außerhalb der Begrenzung der Außenwände oder fallen auf Außenwände. Diese sind in dem Entwurf nicht erforderlich, Sie werden sie daher in diesem Schritt entfernen. Aktivieren Sie die erste voreingestellte Sicht im Ordner Bearbeiten von Stützen. Wechseln Sie zum Pfeilwerkzeug im Werkzeugkasten. Wechseln Sie zur Auswahlmethode Komplettes Element im Infofenster. Mit dieser Auswahlmethode werden nur Elemente ausgewählt, die vollständig innerhalb des Auswahlbereichs liegen. Vergewissern Sie sich, dass der Umschalter Gruppierung aussetzen in der Standard-Symbolleiste auf Ein eingestellt ist. Falls er aus ist, schalten Sie ihn ein. Klicken Sie, während das Pfeilwerkzeug aktiv ist, nahe am Etikett 1.1 und klicken Sie anschließend auf das Etikett 1.2. Die beiden angeklickten Punkte definieren die beiden gegenüberliegenden Ecken des Auswahlrechtecks. Alle Elemente, die vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks liegen, werden ausgewählt. In diesem Fall sind das zwei Stützen. Die Außenwand ist nicht ausgewählt, da sie nicht vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks liegt. Halten Sie jetzt die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie zunächst nahe an Etikett 2.1 und dann an Etikett 2.2. Wenn die Umschalttaste gedrückt ist, werden die neu ausgewählten Elemente zu der Auswahl der bereits ausgewählten Elemente hinzugefügt. Wiederholen Sie die vorherige Umschalt-Auswahlmethode mit den Etiketten 3.1 und 3.2. Wiederholen Sie dies für die Etiketten 4.1 und 4.2, um die aktuell ausgewählten Stützen innerhalb Ihrer entsprechenden Auswahlrechtecke hinzuzufügen. Alles in allem sollten jetzt 12 Stützen ausgewählt sein. Sie können die Anzahl der ausgewählten Elemente im Infofenster ablesen. Wählen Sie den Befehl Bearbeiten, Löschen aus, um die ausgewählten Stützen zu löschen, oder drücken Sie Löschen auf Ihrer Tastatur, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht in der Ausschnittmappe. Vergewissern Sie sich, dass das Pfeilwerkzeug noch immer ausgewählt ist und wiederholen Sie die in den vorherigen Schritten durchgeführte Mehrfachauswahl entsprechend den Positionen der Etiketten 1.1 bis 6.2. Beachten Sie beim Zeichnen des durch die Etikettpfeile 5.1 und 5.2 definierten Auswahlrechtecks, dass zwei Wandsegmente ausgewählt sind, die nicht gelöscht werden sollen. Klicken Sie nacheinander, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten, auf die Wandsegmente, um diese Wände aus dem Auswahlset zu entfernen. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, sollten 24 Stützen ausgewählt sein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Grundriss, um das Kontextmenü aufzurufen, und wählen Sie den Befehl Löschen aus, um die ausgewählten Elemente zu löschen. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht in der Ausschnittmappe. Klicken Sie, während das Pfeilwerkzeug aktiv ist, auf die Stütze nahe an Etikett 1, um sie auszuwählen. Aktivieren Sie den Befehl Bewegen, Verschieben im Kontextmenü, um eine Kopie der Stütze zu erstellen. Drücken Sie die Steuerungstaste bei Windows oder die Befehlstaste bei Macintosh. Wie Sie sehen, wurden neben dem Cursor ein Pluszeichen eingeblendet, das darauf hinweist, dass eine Kopie des ausgewählten Elements mit dem Originalelement an seine Position gezogen wird. Ziehen Sie mit der Hilfslinie, die Sie bereits kennengelernt haben, eine Kopie der Stützen um 90 Grad in einem Abstand von 7,5 nach oben. Klicken Sie auf eine andere Stelle, um die Auswahl der Stütze aufzuheben. Die Kopie der Stütze erscheint 7,5 Meter über der ursprünglichen Stütze. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht. Zeichnen Sie mit dem Markierungsrahmen ein Auswahlrechteck, indem Sie nahe an Etikett 1.1 und anschließend nahe an Etikett 1.2 klicken. 9 Stützen, die vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks liegen, wurden ausgewählt.
Wechseln Sie zum Stützenwerkzeug und wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten, alle Stützen Markierungsrahmen auswählen aus, um alle Stützen im Markierungsrahmen auszuwählen. Der Markierungsrahmen kann zum Begrenzen der Auswahl in einem bestimmten Bereich verwendet werden. Beim Zeichnen eines Markierungsrahmens werden nur Elemente innerhalb des Markierungsrahmens ausgewählt. Das kombinierte Ergebnis aus dem Zeichnen eines Markierungsrahmens und dem Aktivieren des Stützenwerkzeugs ist, dass nur Stützen innerhalb des Markierungsrahmens ausgewählt werden. Doppelklicken Sie auf den Favoriten Stütze 02 in der Favoritenpalette. Dadurch werden die in diesem Favoriten gespeicherten Werte den ausgewählten Stützenelementen zugewiesen. Als einzige Änderung an diesen Stützen wird ihre Höhe vergrößert, sodass sie sich bis in das dritte Geschoss erstrecken. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht in der Ausschnittmappe. Aktivieren Sie das Markierungsrahmen-Werkzeug und zeichnen Sie ein Markierungsrechteck von Etikett 2.1 bis Etikett 2.2. Wechseln Sie zum Stützenwerkzeug und wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten, alle Stützen im Markierungsrahmen auswählen aus, um alle Stützen auszuwählen, die vollständig im Markierungsrahmen liegen. 12 Stützen, die vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks liegen, wurden ausgewählt. Doppelklicken Sie erneut auf den Favoriten Stütze 02 in der Favoritenpalette, um die Stützen gemäß diesem Favoriten zu ändern. Drücken Sie zweimal die Taste Escape, um zunächst die Auswahl der Stützen aufzuheben und anschließend den Markierungsrahmen zu entfernen. Aktivieren Sie die letzte voreingestellte Sicht, um das Ergebnis der vorherigen Eingaben im 3D-Fenster anzuzeigen.